Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir sind wieder am Start mit unserem Lieblingshexer und mit unserer hübschen Begleitung Jennifer. Und wir haben herausgefunden, dass Ciri wahrscheinlich hier war, wo wir jetzt gerade sind, nämlich Lofoten, heißt das Örtchen, Hindersfjall. Wir haben herausgefunden, dass sie hatte irgendwann Duell oder sonst irgendwas oder irgendeine Begebenheitssituation mit einem Typen, den sie nur Feigling nennt. Den offiziellen Namen haben wir noch nicht erkannt. Aber es hieß wohl, dieser Feigling, dass wir momentan im Garten ist, um gegen irgendeinen Morgfuck zu kämpfen. Das sehen wir jetzt gerade hier noch am Bildschirm. Nur die Frage ist, was ist das? Morgfuck? Was ist das? Wer? Meinst du? Der mieseste Mann, der je auf den Skelligen gelebt hat. Nichts war ihm heilig. Er hat das Land seines eigenen Clans angegriffen, Gold von Nilfgaard geraubt, Kinder und Schwangere getötet. Die Sorte kenne ich. Es hieß, er fürchte nur den Zorn der Götter. Das wollte Morgvak nicht auf sich sitzen lassen. Er segelte nach Hindersfjall, um den Garten der Göttin zu zerstören. Das war vor über 10 Jahren. Die Erzpriesterin Ulve trat ihm in den Weg. Er stieß ihr eine Klinge zwischen die Rippen und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie ihn. Und Morgvak verwandelte sich in eine Bestie. Ein Fluch? Ein Monster? Du hast Arbeit. Versuch was doch. Ich kann Morgvak besiegen. Ich weiß nicht, zu was er geworden ist, aber das Silberschwert dürfte wirken. So einfach ist das nicht. Morgvak wurde schon oft besiegt, aber er kehrt immer zurück. Ein komplizierter Fluch also. Ich brauche mehr Details. Verstehe ich, aber mehr weiß ich nicht. Sprecht mit Torda, Sohn des Einer. Er war im Garten, als Morgvak und seine Männer angriffen. Er hat gesehen, was passiert ist. Von allen Pilgern, die damals dort waren, ist nur er entkommen. Er wohnt in Larvik. Ihr findet ihn dort am Anlegeplatz, wenn er nicht gerade auf See ist. Wo ist denn der Heilige Garten? Wo ist dieser Heilige Garten? Nicht weit von hier. Im Norden. Wir haben dort einst Heilkräuter gezüchtet. Und jetzt? Jetzt gehen wir nur noch bis zu dem Baum, den die Göttin gepflanzt hat. Dorthin tragen wir unsere Opfer und Bitten. Wer sich weiter wagt, bleibt für immer im Garten. Aber erstmal, warte mal, das möchte ich noch wissen. Ein Feigling, der freiwillig in den Kampf zieht. Kommt nur mir das widersinnig vor? Darum hat er es getan. Der Feigling wusste, er kann die Ältesten nur umstimmen, wenn er Morgvak tötet. Und so seine Ehre und seinen Namen wiederherstellen. Ein Prozess durch eine Probe. Typisch für die Skelligen. Ich verspotte eure Gesetze nicht. Respektiert unsere bitte auch. Naja, aber zumindest mal danke für eure Hilfe. Danke für eure Hilfe. Ihr wollt also den Garten aufsuchen? Ich mag es nicht, wenn Fremde den heiligen Boden betreten. Aber nun gut. Der Brauch will, dass Pilger vor dem Baum etwas von ihrem Blut opfern. Der Feigling hat das bestimmt getan. Es sei denn, er war nicht nur feige, sondern auch respektlos gegenüber Freya. Mach dir wegen uns keine Sorgen. Geralt und ich zollen den Göttern immer den Respekt, den sie verdienen. Nicht wahr? Ja. Finde Freyas Garten und suche nach Feigling. Ah, okay. Ah, wenn wir mal eine Information hätten. Gut, dass wir Gott sei Dank nicht... Diese Spur schon kalt. Auch wenn der Feigling tot ist. Wir schaffen das schon. Wie denn? Das wirst du dann sehen. Du könntest wirklich etwas freundlicher sein. Vielleicht. Aber dann wäre ich nicht die Frau, in die du dich verliebt hast, oder? So. Gut, dass dieser Garten nicht allzu weit weg ist. Aktualisiert im Voicepads. Warte mal, was will der? Ist hier jetzt da stehen geblieben oder was? Warte mal. Wo ist sie? Da. Sieh
einer an. Das muss Morgwag sein. Was? Quest abgeschlossen, vermisste. Nur einen haben. Ein Stückchen. Einen Krümel. Essen. Essen. Scheiße. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Was für eine Begrüßung. So, mit Herrn Wissler, freut er sich nicht, uns zu sehen. Warte, bis er mich genauer sieht. Warte, bis er... So, warte mal. Also, wo fangen wir an? Gehen wir zu dem Baum, den die Schwestern erwähnt haben. Willst du für die Göttin bluten? Nicht unbedingt, aber der Feigling hat es getan. Wir könnten seine Witterung aufnehmen. Ich hab's völlig gesehen, dass da unten was ist. Geht halt nochmal. Gut, dass wir nicht alleine sind. Der Feigling war hier. Schau, der Abdruck. Er hat sich hingekniet und sich für das Opfer geschnitten. Blutflecken, siehst du? Nein. Ich mag übermenschlich schön sein, aber meine Sinne sind menschlich, nicht wie deine. Darum solltest du hier oben bleiben. Nichts für ungut, aber in dem Unterholz und Dreck wärst du... Dir ein Klotz am Bein? Ich hätte es schöner formuliert, aber ja, das kommt ungefähr hin. Na, wie nett. Gut, wir machen es, wie du sagst. Zur Not kann ich von hier oben aus zaubern. Bis gut. Später. Dann also bis später. Ich hätte sie jetzt gerne mitgenommen. Pass auf dich auf. Ich brauche dich, wenn ich Ciri finden will. Umgekehrt genauso. Komm schon, war ein Scherz, du Trottel. Ich brauche dich, Punkt. Besser? Mhm, besser. So, folge den Fußspuren von Feigling mit Hilfe deiner Hexersinne. Was haben wir hier? Untersuchen wir das mal. Ist etwas. Ich kann's nicht erkennen. Untersuchen wir. Das Blut des Feiglings. Reichlich geflossen. Die Spur ist deutlich. Müsste mich zu ihm führen. Ja, die Frage ist, warte mal, wo müssen wir dann? Hier ist noch was zum Untersuchen. Ja. Lieber Herr Gard. Spuren. Der Feigling ist vorsichtig aufgetreten. Gut. Dann müssen wir ja nicht unbedingt diesem Gegner an die Seite treten. Ah ja, das haben wir klar. So. Wir sind schon bei Level 15. Ich habe mich gerade wieder komplett mal hoch. Dankeschön. Und wir gehen weiter. Verschlossen. Nein, der hat mich schön erwischt. Ah, bei der 1000 wieder 1000 Viecher da rumlaufen. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ist nur Mineralwasser, keine Sorge. Ah. So.
Sind ja schon. Wir laufen ja nicht mehr so weit weg von Folge 70 mittlerweile. In diesem Let's Play. So mal nebenbei gerade. Also wir haben schon ordentlich was geschafft und ja, laufen auf jeden Fall weiter. Also ich werde die DLCs nicht spielen. Ich werde nur die Hauptstory hier spielen. Nur so nebenbei. Ich habe gar keine DLCs davon. Ne? So. So. Gut. Nehme ich Heile mit. Ich weiß nicht, wie soll der mal auf die. Gott sei Dank. So, ich musste gerade die. Boah, das war knapp auf einmal. So, wieder ein bisschen Energie tanken. Und dann können wir weitermachen. So, da ist wieder die. Ist wieder einige. Moment, ich habe hier was gefunden. Das Blut des Feiglings. Morgwag war das Herumschleichen wohl leid und hat angegriffen. Okay. Das Blut des Feiglings. Na gut, das haben wir ja schon gesehen. So, warte mal. Was haben wir hier? In diese Tür. Abgeschossen, leg mich doch. Oh, da ist sowas passiert. Morgwag gibt nicht so einfach auf. So, da hoch. So, und? Jenny. Was gibt's? Ja, wir wollen ein Werwolf. Was für ein scheiß Leben. In einen Werwolf. Was für ein Hundeleben. Tja, sind nicht alle jungen Leute Wölfe im Schafspelz? Dann hat der Fluch ihn an diesen Garten gebunden. Hier liegt doch der Hund begraben. Was? Wolf gefeiert hat er sich hier bestimmt nicht. Wer will schon mit den Wölfen heulen? Jetzt fang aber die Flachwitze an, Leute. Das reicht jetzt. Na schön. Obwohl ich noch ein paar gute gehabt hätte. Bestimmt. Sagen wir, du hast gewonnen. Was weißt du über diesen Garten? Was weißt du über diesen Garten? Lass mich nachdenken. Er ist total verwildert. Ich dachte eher an seine Geschichte. Es heißt, Freya selbst habe ihn gepflanzt. Als die Welt noch jung war, zog die Göttin über die skellige Inseln und säte Samen zwischen die Felsen. Aber die Schlange Uroboros biss ein Loch in ihren Korb. Alle Samen rieselten heraus und landeten hier. Darum ist dieser Garten so üppig, während die Inseln sonst karg sind. Glaubst du das? Meinst du das ernst? Natürlich nicht. Das Mikroklima ist günstig für Pflanzen. Das ist alles. Ja. Gut. Ich gehe wieder runter. Sei vorsichtig. Danke. Ebenfalls. Ja, da würde ich sagen. Moment, ich guck mir das mal an. Oder ist hier noch irgendwas?
Leute, Information ist hier irgendwas. Oh, hier ist noch was passiert. Gut, aber das würden wir sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge an bei Let's Play The Witcher 3. Und bis dahin und sehen wir uns wieder hoffentlich. Bis dann und tschüss.